Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist er. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Ach, verdammt, ich habe mich total vergessen. Dad? Daddy? Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen. Ist in der Nähe. Und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Dad? Los, los! Sein Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an! Bin auf dem Weg.
ist er? Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her, komm her. Jimmy! Jimmy, bleib her! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah? Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los! Los! Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Wahrscheinlich sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, die Bisse? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Es passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt, nicht hat hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, stopp! Tommy! Stopp! Ich hab mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Gar nicht gut. Alle Idioten hatten dieselbe scheiß Idee. Einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel los jetzt? Ach du Scheiße. Ich dreh um. Oh mein Gott. Tommy. Tommy! Oh, Scheiße. Was zum Teufel war das? Hast du's gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Zurück, Kleines. Zurück.
dein ist. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns weg. Komm schon. Halt mich fest. Okay. Joe, pass auf! Mach die Augen zu, Kleines! Nicht hinsehen, Sarah. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Zurück, es sind zu viele. Hier lang, durch die Gasse. Los! Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Sie kommen durch den Zaun. Lauf weiter, mach, dass ihr wegkommt. Komm schon. Joe. Bewegung. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Okay, Tommy. Wir treffen uns dort. Mach schnell. Daddy, wir müssen ihm helfen. Er schafft das schon. Wir sind fast da. Sie kommen näher. Dad? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte nicht. Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind.
Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Lass mich in Ruhe. Okay, okay, scheiße. Mach doch runter. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hallo, verdammt nochmal. Mach doch. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay, weiterfahren.
Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los hier, los! Durchfließen! Feuerfleisch! Schieß, verdammt! Die Hauptab! Kommt das nach oben! Verdammte Fireflies! Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf Weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort verlassen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Alles klar, also für den Fall, dass ihr euch fragt, was ich hier gerade betreibe. also erst einmal hallo und hier willkommen zu The Last of Us 2. Ich denke, ich werde hier im Laufe des Spielfortschritts bislang schon einige Male geschnitten haben und muss jetzt allerdings auch erklären, warum, weil das Spiel ist halt sehr instabil, stürzt auch ständig ab und ich spiele das Ganze mit Maus und Tastatur. Und dafür ist das Spiel nicht ausgelegt, auch nicht auf hier diese Mausbewegung oder sowas. Und die ruckelt hier. Und jetzt habe ich tatsächlich mal versucht, mit dem Gamepad zu spielen. Ne, Xbox Gamepad tatsächlich. Funktioniert aber nicht. Auf jeden Fall nicht richtig. Der läuft manchmal und dann bleibt der doof stehen. Jetzt drücke ich hier auf Lauf, mein Freund. Und manchmal ganz merkwürdig. Oder ich muss halt individuell einstellen. Deswegen. Was hältst du davon? Bleibe ich jetzt mal bei Tastatur. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Außerdem, wie gesagt, muss ich hier schon mehrfach jetzt zusammenschneiden, weil das Spiel immer wieder abstürzt. Obwohl es schon ordentlich nachgepatcht wurde. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Ich könnte allerdings, warte mal ganz kurz. Eine klitzekleine Änderung, einfach weil wir im Moment die Möglichkeit haben. Und zwar unter den Optionen Anzeige, ist das Anzeige oder Haptik? Oder Steuerung, man weiß es nicht. Steuerung, Anzeige. Und zwar die Sensibilität der Maus könnte ich ein bisschen runterschrauben. Tastatur und Maus. Langsame Bewegung, Eingabe. Gedrückt halten. Mit Control gedrückt, um dich langsam mit zu bewegen. Lass los, um dich mit voller Geschwindigkeit zu bewegen. Okay, das ist eigentlich, was wir wollen. Ne?
Mausempfindlichkeit, Blickempfindlichkeit. Okay, das könnte es tatsächlich sein. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Zielempfindlichkeit. Ich mache mal die Blickempfindlichkeit einfach mal auf 25 runter. Aber mir ist gerade am Gamepad auf jeden Fall aufgefallen, dass es ein bisschen trantütiger ist, wenn man da sich umguckt, als wenn man dann mit dem Maus und Tastatur macht. Dem haben wir dann auch noch dieses hier. Ich glaube, ich mache mal so. Erstaunlich. Also es hat auf jeden Fall gerade nicht geklappt, obwohl die auch auf 50 eingestellt ist. Ja, das ist nicht ganz so schnell. Dann kriegt man das vielleicht ein bisschen wegreguliert. Ja, okay. Es werde Licht. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Ich bin sofort bei dir. Und ich werde hier während des... Ja, für mich ist das hier immer noch das Intro. Werde ich ein bisschen die Klappe halten noch. Und wir lassen einfach mal so alles, ne, alle Eindrücke auf uns so ein bisschen wirren. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Ja, los, was? Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Haben doch bestimmt auch irgendwie, irgendwann und irgendwo so einen Suchmodus, oder? Ne, so ein Abtasten. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Hab sie! Gut, bring sie rüber. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Vorschau sehe ich allerdings auch den einen oder anderen Frame-Drop, was mich auch ein bisschen wundert. Aber auch das wurde im Vorfeld schon gesagt, dass es hier wirklich Performance-Probleme gibt. Man weiß nicht warum, aber es gibt ja Performance-Probleme. Und ich sehe zumindest jetzt immer Fehlermeldungen über Frame-Drops, obwohl die Vorschau flüssig aussieht. Ja, das kann jetzt allerdings auch bedeuten, dass die Aufnahme komplett für ist. Ne? Warte, ich muss mich erstmal umgucken hier. Hm.
Ich trampel auf eurem Bett rum. Ja, okay, also beim Umgucken der Gruppe, das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte, Sporen. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Sollten wir durchpassen. Scheiße. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Vorsicht. Scheiße. Pass auf. Helft mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Gehen wir. Ja, wir will einem sofort das Spiel klar machen, wer hier der Boss ist. Und wie gefährlich dieser Pilz denn tatsächlich ist. Ich denke nur daran, dass ich mich hier ordentlich umgucke. Ja, warte mal. Ich bin jetzt nämlich immer noch verhältnismäßig schnell. Und aus Empfindlichkeit. Machen wir mal den Spaß und gehen wir hier noch weiter runter. Beim Zielen kann das gerne mal ein bisschen schneller gehen. Das ist ja der Grund, warum ich am PC mit Tastatur spiele. Ah, weil ich das selber nämlich auch so ein bisschen nervig finde, wenn man dann so ein Spiel guckt. Und man neigt dazu halt auch am PC, man guckt sich halt super schnell um. Also bei PC-Spielen hauptsächlich. Das sieht meistens dann immer sehr, sehr scheiße aus. Da vorne. Hörst du das? Aha. Wie willst du vorgehen? Ah, okay. Die reagieren nicht auf meine Taschenlampe. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt.
Mein Kopf sagt immer noch suchen, suchen, suchen. Kuchen? Ah, Schokoriegel. Notizen. Zoom lesen. Ja, lesen bitte. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor den Mauern und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Okay, ich werde euch den Stuss nicht vorlesen. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Hier scheinbar muss man hier nach oben, deswegen ich wieder nach unten. Auch wenn nur drei Schüsse sind, ne, das lohnt sich sofort. Solange man nicht 20 ausgeben muss, um die drei zu kriegen. So, jedenfalls, also der Grund, warum ich das überhaupt spiele jetzt hier auf PC, ich meine, gibt genug Möglichkeiten seit der PlayStation 3, also auf 3 spielen können, ich könnte Version 4 spielen. Ja, auf PlayStation 5 könnte ich euch das Ganze unter die Nase hauen, aber mich hat dann doch interessiert, was machen die mit der PC-Version, ne? Obwohl mir halt bewusst ist, dass es auch hier und da Probleme gibt. Oder geben kann, genauso wie das schon bei vielen anderen Spielen der Fall war. Ne? Und bei mir ist dann so die Tatsache, ich habe das Spiel nie Let's Played. Frische Luft. Ja. Dafür lohnt es. Auf kein System. Und da dachte ich mir halt, ja, komm, ne, wenn die PC-Version kommt, ne, da ist meine Chance. Nach einem dieser Raumsprays. Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Das ist jetzt zwar schon ein älteres Spiel, aber eben halt jetzt, ja, für PC neu aufgehübscht und auch die PlayStation 5-Version und so weiter. Da, und die Serie läuft gerade, da ist dann eben halt alles wieder so ein bisschen, ne, aktueller geworden. Und da dachte ich mir, okay, ne, das ist dann so eine Möglichkeit. Ja. Einfach mal zu sagen, komm, ne, scheiß drauf. Game. Ne, spiel es, ne, gibt es dir. Ne, einfach um dir auch den direkten Vergleich zu haben zu, ne, Potentia. Ne, wo irgendwie heißt, ja, das wäre hier, ne, quasi ein Klon von The Last of Us. Geht klar. Da waren wir dann 5 Stunden durch. Könnt ihr bei mir auf dem Let's Play angucken, bei mir auf dem Kanal angucken. Also da war, ich musste so lachen darüber, ne? So, und da ich aber auch den zweiten Teil gespielt habe, dachte ich mir dann auch, ja, okay, kann nicht schaden. Ne, was soll's. Machen wir den ersten halt auch mal. Und ich bemerke, ich habe das Ding auf 10% gestellt und ich bin trotzdem hier dran wie ein Irrer. So, das Sammeln wird hier nicht so dramatisch für uns sein. Ne, also ich spiele das hier irgendwie nicht auf Ultra Hardcore durch. Ne, ich will es einfach nur durchgespielt haben, ne, mit ein bisschen Spätzchen. Und ich weiß auch viele Klamotten hier gar nicht mehr von. Tatsächlich. Hier, reich es rüber. Alles klar. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Red. So, allerdings, und ich glaube, da werde ich noch das eine oder andere mal rumknatschen, stürzt das Spiel gerne mal ab.
Halt hier balancieren. Warum? Ich kann doch einfach rüberlaufen. Werdet man nicht albern. Noch jemand einen 20 Jahre alten Schokoriegel? Voll. Lass 20 Jahre, ich glaube, die Nüsse in so einem Snickers, die werden flüssig. Ich glaube, man soll hier jetzt auch gar nicht so übertrieben sammeln und gucken und ne, man soll eigentlich nur ihr hinterherrennen. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Oh, und hier merkt man aber auch gerade, ne? Hier lädt sich wahrscheinlich im Hintergrund gerade der Rest des Weges rein. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Hey, Tess. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay. Kann ich mal. Sieht doch nicht gleich so rum, das Leben. Warum habe ich immer sofort den Drang, erstmal in die entgegengesetzte Richtung zu laufen? Das geht. Keule, alles senkrecht. Anfassen heißt kaufen. Das ist lange her. Na, wo willst du denn hin? Malik, setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Ich mag sie, sie ist konsequent. Ja. Ich werde euch töten. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Oh, Moment. Vorhin habe ich noch gesagt, ein bisschen schneller ist ja kein Problem, aber das war ja jetzt hier, wow. Okay, Kameraempfindlichkeit, Zielempfindlichkeit, da muss ich ein bisschen schrauben. Sonst ist man immer zu schnell.
Ja, besser, besser. Bin getroffen. Gut gemacht, Cowboy. Gib mir all dein Zeug, gib mir all dein Zeug. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Die Zielhilfe. Die war jetzt tatsächlich irgendwie eine Hilfe, aber irgendwie zielt die nicht genau dahin, wo ich gerne hinschießen würde. Ich werde es erstmal aktiviert lassen und dann später gucken, ob ich die eventuell deaktiviere. Mist, hier geht's nicht durch. Hey, hilf mir hoch. Okay, gut. Lustig ist, dass hier jetzt nichts steht. Das war vorhin auch schon, ne? Man muss also E drücken, damit hier irgendwas passiert. Was auch interessant ist, weil du hast E und F für Aktion. Trotzdem Unterschied. Werden wir mal mit klarkommen. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Nö, das wollen wir ja nicht. Weiter, weiter. Komm, ich beeil mich doch schon. Du hast nichts gesehen da drin. Ach, ich erinnere mich noch. Damals, ne? Viele, viele Monde ist es her, als es, das Spiel hier rausgekommen ist. Also ursprünglich rausgekommen ist. Da habe ich das so angemacht und da war mir dieses Spielprinzip, ne, überhaupt nicht klar. Dieses Verstecken, ablenken, Sachen werfen. Ne? Ich war immer so der, ne, ja, Wumme raus und drauf. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, peng, peng. Haben alle exekutiert. Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Mein Cousin ist bei denen. Ehrlich? Ja, der Idiot denkt, er kann die Welt retten. Ach, ich hoffe, er lebt. Nein. Und loswerden den anderen. Das ist schon scheiße, so drauf zu gehen, ne? Du rechnest man mit nix. Schauen wir uns um. Ah, F ist also. Boxen. Das Gefühl hat wieder auch nochmal relevant.
Kisten ins Südlager gebracht und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Fahrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Wisst ihr, was mich interessieren würde? Da steht ja dran, geräuschloser Kill. Ne? Wie ist es mit einem besonders lautstarken Kill? Ich bin normalerweise überhaupt nicht gut im Schleichen. Dann werdet ihr hier auch feststellen. Ist da unten einer? Drücke E, um einen arglosen Gegner zu packen. F für einen lautlosen Messerkill. Das hier interessant. Ich bin jetzt einfach so mal. Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, wo ich hin muss. Ich bin jetzt einfach mal so nach oben. Ja, wo hier unten ja auch noch so viel zu entdecken ist. Ein ganzes Lagerhäuschen. Ich stand da vorhin, ja, Taschenlampe hat keine Auswirkungen auf Infizierte. Aber zählt das auch für, ne, für Tiere? Aber zählt das auch für so einen hier? Oh, neu. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja.
Das stimmt. Los, zu den Docks geht's hier lang. Oder war mit dem lautlosen Kill jetzt nur, als ich, weil ich noch keine Waffe habe und jetzt habe ich so ein Ding. Jetzt hätte ich nochmal E drücken müssen. Anstatt F, weil F ist ja Boxen. Man weiß es nicht. Ja, komm, Junge. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden. Keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns noch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacherjobs. Verdammter Robert. Er sollte uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? Ich sage dir, hier sind wir am Arsch. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Du bist verrückt. Da rauszugehen wäre Selbstmord. Die anderen Schmuggler machen das. Was glaubst du, was hier abgeht, wenn es nichts mehr gibt? Ich versuche mein Glück lieber hier.